als Geowissenschaftler. Ich habe Geowissenschaften studiert, bin Geologe und habe im Rahmen der geowissenschaftlichen Studien viel Klimatologie gemacht und Paläoklimatologie. Mir geht es nicht darum, heute Ihnen zu beweisen, dass wir Klimawandel haben. Das ist eine irdische Normalität. Und wenn wir den Klimawandel nicht hätten, dann säßen wir alle nicht hier. Denn der Klimawandel ist ein wichtiger Faktor der biologischen Evolution. Wir sollten das nicht vergessen. Mir geht es darum, nachzuspüren, ob es denn tatsächlich so ist, dass das im Grunde reaktionsfaule oder reaktionsträge CO2 wirklich diesen Klimawandel ausgelöst hat. Und da wir in diesem Bereich der Untersuchungen immer nur so auf Klimasimulationsmodellen aufbauen und während wir auf der anderen Seite Zehntausenden von Stationswärtern haben, die jahrzehntelang das Klima gemessen haben, habe ich das getan, was ich im Studium auch mal so gelernt habe. Ich habe das, was gemessen wurde, ausgewertet. Und das möchte ich Ihnen vorstellen mit ein paar Vorbemerkungen. So, auf welchen muss ich hier drücken? So. Sie wissen, dass der Weltklimarat sagt, wir haben Klimagase, vor allem anthropogenes CO2, die verursachen eine Erderwärmung infolge Treibhauseffekt, wie von der Wissenschaft behauptet. Ich will jetzt in diesem Rahmen nicht viel darüber sagen, was denn die Wissenschaft ist. Das würde das Thema sprengen. Ich will nur noch darauf hinweisen, zum ersten Mal konnte man 1810 CO2 analytisch nachweisen und bearbeiten in der Chemie. Und zwischen 1810 und 1959 ist so viel Zeit vergangen und hat man so viel sich über CO2 Gedanken gemacht, dass das, was im Lexikon der Physik steht, gar nicht so falsch sein kann, nämlich CO2 ist als Klimagas bedeutungslos. Nichtsdestotrotz, jede Zeitung oder jedes Journal, das etwas auf sich hält, macht uns klar, dass CO2 neuerdings weiß ist und aus Kühltürmen aufsteigt und dass man es sehen kann. Und auch der Spiegel schreckt nicht davor zurück. Dabei wissen wir, dass CO2 unsichtbar ist. Es ist ein farb- und geruchloses Gas. Es ist nicht brennbar. Es ist ungiftig. Es ist schwerer als Luft. 1,96 Gramm je Liter zu 1,3. Was CO2 etwas problematisch ist, wenn sich in einer Mulde CO2 fängt, dann sollte man darin so wenig baden gehen wie im Wasser, weil man dann nämlich keine Luft mehr kriegt. Aber das Wichtigste von allem, deswegen ist es hier auch grün, CO2 ist der Baustoff der Nahrungsmittel. Und ohne CO2 gäbe es kein Leben. Wie gesagt, Klimawechsel sind für die Erde normal und werden sie nun auch tatsächlich durch CO2-Emissionen ausgelöst. Nun, ich habe vor kurzem dieses sehr anspruchsvolle Bild bekommen von Herrn Deuden. Der ist der Chairman vom Panel 13 und wir hatten eine besondere Aktion und im Rahmen dieser Aktion hat er mir das Ding geschickt. Und hier können Sie den Vergleich sehen zwischen der Realität und der Basis der Grundlage der Politik. John Christie von der Universität Alabama hat diese Klimacomputer untersucht und hat die zusammengestellt und kommt zu diesem Ergebnis. Also alle Klimacomputer sagen uns eine mehr oder weniger starke Erwärmung voraus. Und das ist eigentlich die Grundlage der Politik. Die Realität sieht allerdings ganz anders aus und darum scheint sich keiner zu kümmern. Nun, wir haben auf dem G7-Gipfel ist nun beschlossen worden, dass wir das 2-Grad-Ziel unbedingt erreichen wollen. Man hätte den Leuten eigentlich mal zeigen sollen, wie das vor 9000 Jahren aussieht. Wir hatten in den letzten 1000 Jahren mehrere Unterschiede, mehrere Änderungen um mehr als 2 Grad, als wir noch kein industrielles CO2 hatten. Das war also noch nichts Besonderes. Und wenn wir uns die letzte Zeit ansehen, dann haben wir hier das mittelalterliche Klimaoptimum mit Weineinbau in England, Veilchen zu Weihnachten, Kirschen im März. Und dann gab es einen sehr starken Rückgang der Temperatur. Die kleine Eiszeit begann. Auf den Grachten in Holland hat man
konnte man Schlittschuh laufen und auch der Themse auch. Und warum, was machen, warum ändern sich nun ständig der Körper? Das hat drei Gründe oder drei Komplexe. Einmal ist der Erdkörper, verändert sich als solcher. Zweitens verändern sich die Bahnparameter. Und drittens verändert sich die Energiezufuhr von der Sonne, die ist ebenfalls variabel. Ich habe Ihnen hier nur die kurzen, so kurzzeitigen aufgeschrieben, weil die ja hier wichtig sind für dieses Thema. Sie kennen das, Sonnenfleckenzyklus 11 Jahre und so weiter. So. Früher war immer, wenn über Klima gesprochen wurde oder Klimawandel gesprochen wurde, war ganz klar, dass man immer über die Sonnenzyklen sprach und über die Änderungen. Denken Sie an Milankovitsch und so weiter und so fort. Das spielt heute in der modernen Klimadiskussion überhaupt keine Rolle mehr. Heute ist alles durch CO2. Das heißt, warum bleiben jetzt eigentlich diese Sonnenzyklen unbeachtet? Muss stattdessen CO2 der bestimmende Faktor sein? Das kann ja wohl nicht stimmen. So. Und Sie erkennen Ihre Grafik wieder, nehme ich an, die ich oft und gerne benutze. Wir haben hier die mittelalterliche Erwärmung und dann geht die Temperatur nach unten. Und parallel dazu oder verursacht ist das durch eine Änderung der Solarstrahlung hier. Das macht die Eiszeit klar und dann geht das langsam wieder hoch. Und was wir im Augenblick haben mit der Erwärmung, ist nichts anderes als eine Rückerwärmung nach der kleinen Eiszeit. Nun heißt das Thema ja, was wurde gemessen und darum soll es jetzt eigentlich gehen. Bekannt ist die folgende Grafik vom Weltklimarat, die eigentlich jeder Klimawandelunterstützer als erstes zeigt, dass, und um den Politikern Angst zu machen, was ich ja auch verstehen kann, wenn jemand als Politiker davon keine Ahnung hat, dann muss er ja bei dieser Grafik wirklich einen Schreck kriegen, denn hier sieht es ja wirklich bedrohlich aus, dass es hier relativ warm wird. Wenn man sich allerdings davon nicht täuschen lässt und guckt sich jetzt mal die Skala an, dann stellt man sehr schnell fest, dass hier ein grundsätzlicher Betrug drin ist. Denn wenn Sie mal sehen, hier haben wir 13,6, 13,2 Grad und 14,6 Grad, also 1,4 Grad Unterschied. Und diese 1,4 Grad Unterschied, die verschwinden, wenn man das jetzt zu einer anderen Kurve in Bezug setzt. Das ist eine hier sehr etablierte Temperaturlinie für die Bild in Holland von 1706 bis 2008. Und da sehen Sie hier, das sind hier 6 Grad und von da bis da sind 2 Grad. So, und wenn wir jetzt die Kurve vorher auf diese 2 Grad reduzieren, also was heißt denn, wenn wir die Zerrung der Y-Achse zurücknehmen, dann bleibt von dieser ganzen Erwärmung eigentlich im Grunde gar nichts übrig. Was wir nicht vorher schon gehabt hätten, gucken Sie sich das an, das Ende der kleinen Eiszeit zwischen ab 1820 so, hat also wesentlich stärkere Klimaschwankungen gemacht und CO2 ist damals noch nicht produziert worden. Datenblock 2. Ich habe damit angefangen, dass ich die Langzeittemperaturreihen, die man im Netz lesen kann, bei der Wetterzentrale.de oder Rimfrost oder The Little Ice Age Thermometers selbst ausgewertet habe. Die beginnen um 1701 und das sieht dann so aus, das ist hier wieder die Kurve von De Bild. Wir haben hier die Jahreszahlen, 1706 gehen es los, Unterbrechung, damit ich die Zeichnung hinkriege. Und das ist jetzt praktisch die Kurve für De Bild und da sehen Sie, dass wir als Trendlinie insgesamt eine leichte Erwärmung haben. Aber wenn wir jetzt diese Trendlinie untersuchen, dann stellen wir fest, dass es mehrere Abschnitte gibt oder mehrere Phasen. Abkühlung, Erwärmung, Abkühlung, Erwärmung, Abkühlung, Erwärmung, Abkühlung und so weiter. Und das ist etwas, was ja wichtig ist, wie sich das Klima denn im Detail entwickelt hat. Und das spielt hier eine Rolle. Und wenn man das macht, dann kann man sich erstmal die Frage stellen, ist das eine zuverlässige Methode? Und ich denke, das ist eine zuverlässige Methode und finde die Bestätigung darin, dass ich beispielsweise zwei Temperaturganglinien vergleiche, die so ungefähr in einer zum gleichen Klimareit gehören, aber noch nicht so weit auseinander entfernt sind, nämlich hier von Wien und von Prag. In Wien hatten wir eine Erwärmung von 0,15 Grad in 100 Jahren, in Prag von 0,17 Grad im Jahr. Und wenn Sie jetzt die beiden Kurven im Einzelnen untersuchen,
dann stellen Sie eine sehr gute Übereinstimmung der Peaks und der Täler fest. Und dann denke ich, kann man sagen, ich kann diese Art der Untersuchung durchaus, der Methode durchaus anwenden. Ein Wort dazu, man hört sehr viel, dass manchmal die falsch gemessen haben, die waren vielleicht einen Grad zu hoch oder einen Grad zu tief. Das spielt für diese Sache keine Rolle, denn wenn ein Thermometer immer einen Meter, einen Grad zu hoch oder einen Grad zu niedrig gemessen hat, bleibt doch die Tendenz gleich. Und es geht ja darum, wie sind die Tendenzen gewesen, wie hat sich das von den Tendenzen entwickelt. Nun, bei den Langzeitdaten ist es so, dass wir hier eine unterschiedliche regionale Entwicklung zu verbilden. Das ist hier jetzt wieder die Bild. Und dann hier von Berlin, da haben wir nur noch eine Erwärmung von 0,6 Grad. Das ist hier Berlin-Dahlem. Berlin-Alexanderplatz sieht anders aus oder Tempelhof. 0,06 Grad in 100 Jahren. Und hier haben wir Stockholm. Und in Stockholm ist es dann doch deutlich wärmer geworden, 0,37 Grad in 100 Jahren. Aber wie gesagt, das ist immer die Langzeit ab 1700, beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, an dem dann die Kurven beginnen. Das geht so nach und weiter. So. Nun, wir hatten jetzt hier in der Langzeit, nicht nur Erwärmungen, sondern auch Abkühlungen. Das sind jetzt ein paar rausgegriffen, Chicago oder Prinz Rupert oder Prinz Westmanaea. Das sind zum Teil Wellington, Neuseeland, zum Teil beachtliche Abkühlungen. Das heißt, mit anderen Worten, in den Bereichen ist diese kleine Eiszeit offensichtlich noch gar nicht vorbei. Könnte man daraus folgern. Und hier habe ich das alles mal zusammengestellt in einer Tabelle. Die Einzelheiten betrachten Sie bitte nicht, das ist ja auch so schnell gar nicht möglich. Diese Stationen haben sich erwärmt. Ach so, die Stationen sind hier aufgeführt in der Reihenfolge des Beginns ihres Betriebes. Diese Stationen haben sich erwärmt und diese Stationen haben sich abgekühlt, die sich unten, oder sind gleich geblieben. Und wenn wir daraus den Mittelwert ziehen, dann ist das so, dass wir in 73% der Stationen eine Erwärmung haben, im Schnitt von 0,06 und gleichbleibend 0, das sind nochmal 3,7 und kühler 23,2, also 0,02. Das ist aber so, dass wir keine Stationen haben auf den Meeren, in den Hochgebirgen, in den Wüsten, in den Urwäldern, in den Sümpfen, also nur auf einem sehr kleinen Teil der Oberfläche. Und das ist vielleicht doch etwas gewagt, wenn man einen sehr kleinen Teil der Oberfläche zur Verfügung hat, dann daraus einen Schluss zu ziehen für die gesamte Welt. Das ist eine Frage, die natürlich, wenn ich jetzt von Satelliten aus die Temperaturbeobachtung mache, dann aufgehoben wird oder dann keine Rolle mehr spielt. Aber da kommen wir noch mal zu. So. Dann, jetzt kommt das eigentliche Hauptthema, das ist der Datenblock 3. 2010, auf Veranlassung von Herrn Kollegen Professor Lüdecke, haben wir diese Daten archiviert, wir haben sie ausgewertet. Es ist eine Publikation daraus gemacht worden. Darauf will ich das nur erwähnen. Wir hatten also von denen damals erstmal untersucht, wie viel sind denn überhaupt benutzbar. Wir hatten in der NASA gestern angeboten 7.364 Stationen, aber nur die Daten von 1869 Stationen waren vollständig. Die anderen waren zu lückenhaft, die haben wir nicht genommen. Und dann haben wir die, wir nehmen konnten, nochmal untersucht und haben die nochmal in Gruppen eingeteilt. Und dann ergaben sich zwei Gruppen. Eine Gruppe, da begannen die Daten um 1881 und die andere Gruppe, da begannen die Daten um 1940. Das eine sind 1104 Stationen, das nächste sind 765 Stationen und davon waren 1097 bzw. 739 verwertbar und die sind jetzt im Detail ausgewertet worden. Und ich sage Ihnen hier, warum zunächst einmal, da die Zahl 2010 rot geschrieben ist und hier auch. Es ist jetzt 2014 gemacht worden, man hätte ja auch die Daten bis 2014 machen können. Das habe ich nicht getan, das hat folgenden Grund. Wir haben 2012 durch Zufall entdeckt, dass die Daten, die NASA 2012 angeboten hat, nicht mehr die gleichen waren, wie die 2010 angeboten worden waren. Das heißt, die NASA hatte rückwirkend ihre Daten verändert. Und ich habe 120 Stationen im Detail untersucht. Das kann ich hier nicht vorführen, das dauert zu lange. Aber ich will das wenigstens an einem Beispiel machen. Wenn 2010
jemand ins Netz gegangen wäre und hätte sich ansehen, wie die Temperaturentwicklung in Palma de Mallorca war, hätte er gefunden, dass für Palma de Mallorca wurden eine Abkühlung gemessen von 0,076 Grad pro Jahr, beziehungsweise 0,8 Grad in 100 Jahren. Wenn er jetzt 2012 ins Netz gegangen ist und das andere nicht gewusst hat, dann hätte er genau das Gegenteil festgestellt. Wir haben eine Erwärmung von 0,0074 Grad. Das hat man durch einen besonderen Trick gemacht. Auch darauf kann ich hier nicht einzeln eingehen. Das ist ein eigenes Thema für sich. Aber wenn man geglaubt haben könnte, ich habe das zuerst, das war eine einmalige Angelegenheit, dann ist man später überrascht worden. Das ist keine einmalige Angelegenheit geblieben und dass das so ist, zeigen die nächsten Bilder. Die zeigen Ihnen die Temperaturentwicklungen bei NASA, die NASA gibt für Alice Springs in Australien. Da sehen Sie hier die 2010-Kurve. 2010, da hatten wir eine Erwärmung von 0,024. Im März 2020 und bis September 2012 war es eine Abkühlung von 0,0 und so weiter. Im Februar 2013 war es dann wieder eine Erwärmung und im Februar 2015 war die Erwärmung noch stärker. Und ich bin ziemlich sicher, wenn Sie heute da reingehen, dann wird er wieder anders sein. Ich habe das an verschiedenen Stationen dann durchgeprüft und ich muss Ihnen sagen, für mich waren bis dahin Berichte oder Messwerte, sakrosankte Dokumente. Ich habe meine Meinung verändern müssen, natürlich aufgrund dieser Geschichte. So. Nun, das ist eine Fälschung. Ich bin kein Jurist. Ich bin kein Jurist und deswegen kann ich nicht beurteilen, was ein falscher Begriff nach sich ziehen würde. Ich würde mal sagen, man hat es nachträglich verändert. Und wenn ich Ihnen das Ergebnis zeige, dann ist vielleicht eine negative eine bösartige Beurteilung gerechtfertigt. So will ich das mal diplomatisch versuchen auszudrücken. Denn wenn ich die aus den 120 Stationen, wenn ich die Ergebnisse in Form für alle 120 Stationen in einer Summenkurve darstelle, dann ergibt sich aufgrund der 2010-Daten eine Erwärmung von 0,051 Grad. Wenn ich die 2012-Daten dagegen stelle, dann ergibt sich eine Erwärmung von 0,093 Grad. Das heißt also, man konnte den Politikern 2012 sagen, es wird doppelt so warm, als wir vor 2 Jahren angenommen haben. Und ich habe ehrlich gesagt keine Zweifel daran, wenn ich mehr noch als 120 Kurven ausgewertet hätte, dann wäre es nicht anders ausgegangen. So. Nun, jetzt kommt die Auswertung der langen Daten der Gruppe 1881. Es hat einen Grund, dass ich unterscheide zwischen der Gruppe 1881 und der Gruppe 1940. Gruppe 1881, und da kommt zunächst die Auswertung der linearen Trendlinien. Das sieht hier so aus. Wieder ein Beispiel. Wir haben die Gruppe 3, das ist hier Punta Arenas, das sind die Zahlen, das sind hier die Jahresmittelwerte und daraus ergibt sich diese Temperaturganglinie. Und aus der linearen Trendlinie ist hier zu erkennen, dass in Punta Arenas eine Abkühlung stattgefunden hat von 0,048. Nun, jetzt muss ich Ihnen ein kleines Problem erklären. Wenn Sie mit einem Zeilenabstand von 7 mm 1097 Stationen auftragen, dann wird die Liste 7,80 Meter oder so ungefähr. Da muss ich mich hier behelfen, indem ich aus der einzelnen Liste nur so ein paar Auszüge mache. Aber die Zahl, die dann unten steht, die gilt natürlich für alle. Das ist die Mittelwerte für die 1097 Stationen. Und dann sieht es so aus, dass bezogen auf das Jahr wir eine Erwärmung hatten auf der Welt von 0,0066 Grad beziehungsweise von 0,7548 Grad, wenn wir die Gesamtzeit nehmen. Und das ist ja auch die Erwärmungszahl, die oft von den Klimawandelpolitikern dann benutzt wird. Nun ist das so, dass nicht alle eine Erwärmung gezeigt haben, sondern von den Gesamtstationen haben wir 184 Stationen, das sind also 16,8%, die zeigen die obere angegebene Abkühlung und die anderen 913,
zeigen die Erwärmung. Und dann kommen wir hier zu etwas anderen Zahlen für die Erwärmung. Die ist dann natürlich höher. Das ist ja klar. So. Bei diesen Tabellen, die spielen demnächst noch immer wieder eine Rolle, achten Sie bitte immer nur auf die Zahlen unten rechts. Das ist das entscheidende Ergebnis dabei. Gut. Mit den linearen Trendlinien sind meiner Ansicht die Details der Klimaentwicklung noch nicht erkennbar und nicht zu beurteilen. Denn wir haben ja kurzperiodische Solarzyklen von 11 Jahren oder her und 22. Und ich finde das, oder ich denke, dass diese kurzfristigen Solarzyklen auch eine Detailanalyse erfordern, bei denen ich immer das Auf und das Ab mit berücksichtige. Und das habe ich getan. Und ich zeige Ihnen hier wenige Beispiele für die Notwendigkeit. Wir hatten ja so zwischen 1950 oder 1960 und 1980 eine kalte Zeit. Und da haben manche Leute dann schon befürchtet, ob wir neue Eiszeit haben. Das haben wir ja schon öfter mal so diskutiert. Und der Zeitschrift Time war das hier ein Titelblatt wert. Und wenn ich den letzten Winter in den USA betrachte und Kanada an der Ostküste, wo 130 Millionen US-amerikanische Bürger unter der Extremkälte gelitten haben und dass sogar die Niagara-Fälle gefroren sind, das erscheint zwar nicht hier bei uns bei den positiven Argumenten, aber es ist ja eine Tatsache. Und wenn man diese Dinge unterschlägt, dann meine ich, kann man nicht glauben, dass man eine der wahrheitsgemäße Auswertung gemacht hat. Insofern meine ich schon, dass man also diese Detailanalyse auch machen muss. So, und dann sieht das jetzt wieder so aus. Das ist hier für die Station 4310 McDonaldsville von 1895 bis 2010 eine kleine Abkühlung von 0,003. Wenn ich mir die Station ansehe, Erwärmung, Abkühlung. Wir haben hier einen Wechsel von 3 Warm- und 4 Kaltphasen ungleicher Dauer und ungleicher Stärke. Ungleiche Dauer und ungleiche Stärke, das ist sehr typisch, aber es gibt doch Schwerpunkte, wo die Zahlen dann immer gleich sind. Nun geht das weiter. Ich will Ihnen das zeigen, wie ich die Auswertung vorgenommen habe. Nochmal hier zurück. Ich habe also praktisch für diese beiden ersten oder für jedes eine Detailanalyse gemacht. Davon zeige ich Ihnen 2 Beispiele. Kalt- und Warmphasen, die Phase 1 von 1895 bis 1904 sind 0,11 Grad kühler. Phase 2 von 4 bis 13 sind 0,16 Grad wärmer. Und so geht das. So mache ich das, habe ich das auch für alle anderen gemacht. Da zeige ich Ihnen allerdings jetzt die Detaildiagramme, sondern nur die Zusammenfassung, Phase 1, Phase 2 und so weiter und so fort. Also kühler, wärmer. Und in gleicher Weise habe ich die Daten von 1097 Stationen ausgewertet. Und dabei bin ich auf ein statistisches Problem gestoßen, für das ich auch bis heute noch keine Antwort hatte. Und jeder ist, der sich da gut auskennt, gebeten, mitzudenken oder mitzuhandeln oder mitzufragen und so weiter. Ich habe nämlich festgestellt, und ich sage vielleicht vorher, weil ich das nicht wusste und ich habe von Statistik nicht viel Ahnung, habe ich 2 Mathematikprofessoren gefragt, habe ihnen das Problem geschildert, das sage ich Ihnen gleich, habe ihnen das Problem geschildert, sie haben das Problem verstanden und haben gesagt, da müssen Sie drüber nachdenken. Das war vor einem halben Jahr, also einer von den beiden Herren lehrte Statistik. Das war vor einem halben oder dreiviertel Jahr, bis heute hat sich keiner mit einer Lösung gemeldet. Das Problem ist folgendes. Alice Springs zum Beispiel hat eine Trendlinienerwärmung von 0,024 Grad. Wenn ich jetzt aber die Summen der Phasen zusammennehme, dann ist die Erwärmung plötzlich 1,8. So. Obwohl man ja doch eigentlich etwas ganz anderes erwartet. Das heißt, die Summe der Phasen entspricht nicht dem Ergebnis der Trendlinie. Und das ist das Problem. Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Und dann haben wir hier ein anderes Beispiel. Ich will Ihnen für die 3 Fälle was sagen. Hier haben wir eine Erwärmung in der Trendlinie von 0,078. Und da ist die Summe eine Abkühlung. Das ist diese hier unten. Hier ist die Summe eine Abkühlung, 0,6. Und dann nehme ich noch eine dritte, hier die Fernandes,
die hat sich abgekühlt, aber da kommt in der Summe eine Erwärmung bei raus. Wie gesagt, ein statistisches Problem. Wie die Lösung ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber das muss man ja zur Kenntnis nehmen. So. Jetzt die Auswertung im Einzelnen. Die Auswertung läuft im Einzelnen so, dass ich für jede Station die Phasen definiert habe, ihre Dauer und ihre Gradienten. Und dann habe ich für jede Phase die Herstellung der eigenen Teilgradienten angemacht mit den zugehörigen Trendlinien. Und dann habe ich für alle Phasen und Stationen die Tabellierung gemacht der Daten, Dauer, Gradienten, Änderung und so weiter. Das heißt, für jede Phase habe ich eine Auswertung gemacht, wie sie hier dargestellt ist. Und das konnte ich ja natürlich hier nicht darstellen. Das ist also P2, P3, P4, P7, ist dann im Grunde genauso wie P1. Und dann wird die Summe gemacht. Wir bilden zwei Summen. Einmal den Mittelwert aus diesen Änderungen hier, in diesem Fall aus diesen Abkühlungen, zweimal für das Jahr und dann für die Phase. Und dann einmal den Mittelwert für die Summe der Phasen. So soll das gemacht werden. Und dann habe ich das jetzt in Tabellen aufgetragen und auch hier wieder die Situation, 10 Stationen vom Anfang und 10 Stationen ungefähr vom Ende. Dazwischen liegen die anderen Hunderte oder manchmal mehr als 1000 doch. Und dann haben wir hier eine Abkühlung in der ersten Phase von im Schnitt 0,136 bzw. 0,857 und hier eine Erwärmung von 0,22 und dann 1,42. So, jetzt will ich die genauso, wie Sie das hier sehen, die Ergebnisse der Phasen 1K und 2W, da gehe ich jetzt mal schnell drüber weg, sehen Sie ähnlich bei 3K und 4W, das gleiche Prinzip angewandt, dann 5K und 6W, auch das gleiche Prinzip angewandt und dann die Phase 7 und dann kommt hier der sogenannte UHI-Anteil. Und wenn wir zunächst erstmal so bleiben, dass ich Ihnen sage, wir hatten ja die Phasen 1 bis 7, die Summe, wie ist denn daraus der Mittelwert? Der Mittelwert ist, aus diesen Summen habe ich eine Abkühlung von 0,2133 Grad. Das heißt, wenn ich alle 7 Phasen nehme und nehme die Summe als P1 bis P7 und daraus wieder die Summe, komme ich zu einer Abkühlung. Wenn Sie das Ergebnis nun sehen, wenn ich alle Stationen, also ich habe auch unter Kollegen diskutierten Kriterien festgestellt, ist das UHI ja oder nein? Und alle Stationen, die UHI ja sind, die habe ich dann ausgesondert. Das heißt, alle Stationen, in denen der menschliche Einfluss auf die Erwärmung oder auf das Klima eine Rolle spielt, die sind hier dann nicht mehr drin. Und wenn ich dann hieraus die Erwärmung oder das Ergebnis sehe, dann betrug die Abkühlung nicht 0,2133, sondern 0,409. Also ungefähr war es doppelt so stark kühler geworden als bei der anderen. So. Und das ergibt sich dann daraus. Wechsel 1, Phase 1, Phase 2, kühler, wärmer, kühler, wärmer. Wenn wir daraus die Summen bilden, dann haben wir in der Summe hier, ich gehe gleich hier auf die Phase, eine Abkühlung von 0,3269 Grad. Das war das, was im letzten Jahrhundert fertig ist. So, und wenn ich jetzt alle die Mittellinien aller Trendlinien für alle Phasen zusammennehme und mache daraus wieder eine eigene Trendlinie, dann kommt das für die Temperaturentwicklung im vergangenen Jahrhundert raus, von 1880. Wir haben das will ich noch sagen, 13,8 Grad als Beginn ist gewählt worden, weil 13,8 Grad in der Grafik von IPCC als die Mittelwert, als die Durchschnittstemperatur der Erde angenommen wurde und danach habe ich mich gerichtet. Also bezogen auf 13,8 Grad ist es praktisch erstmal einmal kühler geworden von 13,8 Grad auf 12,9 und noch ein bisschen und dann wird es wieder wärmer und kälter und so weiter. Darunter sehen Sie jetzt hier die Entwicklung des CO2. Wir haben hier die Entwicklung des CO2, das sind hier 0,03%,
Hier sind das 0,04%, 300 ppm, 400 ppm, das heißt drei CO2-Anteile in 10.000 Luftanteilen und hier sind es vier. Und jetzt ist es so, dass wir mit dem Beginn der CO2-Emissionen ja hier bei 1950 ungefähr so sind. Und dann haben wir in dieser Phase 5 eine Besonderheit, und zwar die Besonderheit, dass im ersten Teil war die Abkühlung relativ gering, und im zweiten Teil war sie dann viel stärker. Das heißt, als dann mehr CO2 in die Atmosphäre kam, war die Abkühlung stärker. Und daraus kann man nicht den Schluss ziehen, dass wir mit unserer Temperatur, dass wir mit unseren CO2-Emissionen die Temperatur beeinflussen. Und so ist das jetzt hier im Einzelnen nochmal dargestellt. Sehen Sie mal, das sind die Einzelwerte. Phase 1, Phase 2 und so weiter und so fort. Wir haben Warmphasen vor der Beginn der CO2-Emissionen und wir haben nach ca. 1950 Kaltphasen trotz der Emissionen. Und wie die nächste Grafik das zeigt, sind diese Kaltphasen dann auch besonders lang. Ja, das sind also der Wechsel und so weiter. So viel dazu. Und dabei ergibt sich als Folgerung daraus, ein Einfluss von CO2 ist nicht erkennbar, denn es gab stärkere Warmphasen vor dem Beginn der CO2-Emissionen und es gab lang andauernde Kaltphasen noch während der zunehmenden Emissionen. Und entgegen dem Postulat in der offiziellen Klimapolitik ist es nicht emissionsbedingt wärmer geworden. Zwischen 1880 und 2010 erfolgten die üblichen Wechsel, die auch in der vorindustriellen Zeit stattgefunden haben. Angeblich waren nach 1950 die Erwärmungen stärker und sind schneller erfolgt. Falsch. Die Messungen seit 1659 beweisen das Gegenteil. Nun kommt die Gruppe 2. Das ist die Gruppe 1940. Und hier will ich Ihnen etwas, und diese Gruppe 40, die also um 1940 beginnt, da sind zwei wichtige Faktoren zu erwähnen, nämlich einmal der UHI, der wird hier berücksichtigt auch. Und was ist der UHI? Wie wirkt er? Und dann, ab wann haben wir denn verstärkte CO2-Emissionen? Nun, man kann an diesem Beispiel sehr schön sehen, was der UHI ist. Nämlich, wir haben hier die Temperaturganglinien für Central Park New York, rot, und für die Military Academy West Point. Die liegen 70 Kilometer so auseinander, sind in ungefähr dem gleichen Klima. Und so bis 1890 ungefähr haben die auch so die ziemlich ähnliche Entwicklung genommen. Danach wird es anders. Während West Point bei seiner Klimaentwicklung bleibt, die vorher auch so war, erhöhen sich aber die Temperaturen in New York, was natürlich auch nicht anders zu erwarten ist, denn in der Umgebung vom Central Park war nun hatte der Hochhausbau begonnen und so weiter. Und der größere Energieverbrauch der Industrie, der Menschen, der Bewohnung hat dazu geführt, dass das lokale Klima oder das Mikroklima größer geworden ist. Und so ist das. Und das ist das, was wir als Wärmeinseleffekt bezeichnen. Und wie gesagt, wenn wir die natürliche Entwicklung haben wollen, müssen wir das abziehen. Der zweite Punkt. Ab wann spielen denn die CO2-Emissionen grundsätzlich überhaupt eine Rolle? Und das ist erst so nach dem Zweiten Weltkrieg, so seit 1960, als wir einen stärkeren Ölverbrauch und Kohleverbrauch und Gasverbrauch haben. Und dann sehen Sie, dass wir trotzdem vor dem Beginn dieser verstärkten CO2-Produktion hier schon eine deutliche Erwärmung haben. Hier haben wir trotzdem eine Abkühlung, hier haben wir eine Erwärmung und wieder eine Abkühlung. So. Also das muss man dabei berücksichtigen. Nun, die Gruppe 1940, das sind 739 Stationen. Und da ich darstellen wollte, gibt es einen Bezug zu dem Beginn der CO2-Emissionen, habe ich mich hier konzentriert auf die Phasen 5, 6 und 7. Denn die Phasen 5, 6 und 7, sie laufen parallel zu den CO2-Emissionen. Das wird hier dargestellt. Wieder ein Beispiel. Das ist hier die Kurve von Valladolid in Spanien, also Phase 5, Phase 6, Phase 7. Abkühlung, Erwärmung, Abkühlung. So. Phase 5, Phase 6 und 7.
Dafür werden jetzt die Gradienten der Warm- und der Kaltphasen ermittelt. Und das geschieht dann wieder in Form einer so langen Tabelle, die ich hier zusammenfasse, wobei hier wichtig sind die Endergebnisse hier unten. Also minus 0,144 und minus 1,18 für die gesamte Zeit. Das ist grundsätzlich, und wenn ich den UAI abziehe, haben wir minus 1,118. Wenn ich ihn nicht abziehe, haben wir 0,144. Das heißt also, der UAI spielt doch eine bedeutende Rolle. Und anders als bei der vorhergehenden Auswertung, habe ich diese Auswertung auch regional unterschiedlich gemacht. Weil man sich vorstellen kann, als Geowissenschaftler weiß man ja, dass der Einfluss von Gebirgen, von Flüssen, von Meeresströmungen und so weiter und so fort ist, dass wir unterschiedliche Faktoren haben, die das, was uns die Sonne schickt, modifizieren. Und deswegen haben wir dann örtliche Klimate. Und das ist hier so dargestellt. Sie sehen, das ist die Summe. Ich habe es unterschieden in Afrika, Amerika, Alaska, Kanada, dann Amerika, USA, Amerika, Südasien, Australien, Europa. Und dann können Sie hier sehen, dass wir bei den Summen 5 bis 7 haben wir, wenn wir den UAI dabei haben, dann haben diese Stationen schon mit UAI eine Abkühlung. Also das ist die gesamte Welt hier oben. Diese Stationen haben schon mit UAI eine Abkühlung. Diese, da ist der UAI so stark, dass sie dann in die Erwärmungsphase kommen. Und wenn wir den abziehen, dann haben alle eine Abkühlung, ausgenommen Australien. Australien hat eine Sonderstellung. Und das kann man nun auch grafisch darstellen, wie Sie das hier erkennen können. Dann haben wir hier, wieder geht auf 1940 los, die erste Abkühlungsphase, die Erwärmungsphase, die Abkühlungsphase. Und das ist dann immer hier mit UAI. Und wenn ich den UAI abziehe, dann bleibe ich dann hier. Das heißt, dann haben wir also eine Abkühlung von 1,1. Und hier oben drüber sehen Sie nochmal die Ihnen jetzt schon bekannte kurze Grafik des CO2-Anstieges. Das heißt also, dieser CO2-Anstieg, den kann man hier drin nicht entdecken. Und den kann man auch das ist jetzt noch wieder so ein Blatt einmal dargestellt. Das sind jetzt hier 44 Stationen. Alaska, Grönland, Kanada sind 44 Stationen. Da haben wir hier eine Abkühlung von 0,9 pro Jahr, beziehungsweise von 1,95. Das ist hier auch der kalte Norden. Da spielt der UAI dann besonders eine Rolle. Sehen Sie, das ist der UAI, die Kurve hier für Alaska, Grönland und Kanada. Das gehe ich jetzt mal so durch und das ist ungefähr gleich. USA, Südamerika, wir haben immer die Abkühlung, wieder die Erwärmung, wieder die Abkühlung. Und wir haben dann auch immer einen Anteil am UAI. Wenn wir den abziehen, dann wird es ist es noch ein bisschen kälter geworden. So, das geht jetzt so weiter. Ich will das aber nicht übertreiben. Europa und Afrika sieht ähnlich aus. Asien auch. Was aber ganz anders aussieht, das ist Australien. Australien verhält sich ganz anders. Warum das so ist, möchte ich jetzt hier nicht weiter im Einzelnen erläutern. Wobei ich sagen muss, bin ich auch noch nicht so richtig dahinter gekommen. Also Australien ist grundsätzlich ganz anders. So, wenn ich daraus die Folgerung ziehe, dann ist es so, dass die Temperaturmessungen zeigen, trotz stärkerer CO2-Emissionen seit etwa 1950 überwog bis 2010 weltweit die Abkühlung mit regionalen Unterschieden. Der Einfluss des CO2 auf das Klima ist nicht erkennbar. Und nun, meine Damen und Herren, ohne CO2 wären auch diese Pflanzen und Tiere nicht entstanden. Auch wir Menschen nicht. Das ist aus einem Gestein, eine Lage mit Schnecken aus der Kreidezeit. Das sind Foraminiferen. Das ist aus einer Kluft austretendes Öl. Das habe ich fotografiert in einem Tunnel im Iran. Auch im Iran, das sind sogenannte Schwarzschiefer. Das sind also Sandsteine, die sehr viel Öl enthalten und dadurch eine dunkle Farbe haben. Das ist ein massiver Kalkstein, der sich gebildet hat
weil Calcium ins Wasser gekommen ist und CO2 schon da war. Und das ist hier, last but not least, ein Korallenriff über dem Meeresspiegel in der Karibik. Und Sie sehen, das ist ein massiver Kalk, das sind natürlich Verwitterungserscheinungen hier. Und das Gleiche haben wir nicht nur in der Karibik, sondern wie ja alle wissen, auch im großen Barriereriff vor Australien. Da gucken auch noch einige Spitzen raus, aber die Masse des Riffs ist da. Das heißt, CO2 ist der Lebensspender. Und das ist nun so, dass, und das ist auch eine Grafik von Mr. Dolan, die er mir geschickt hat. Hier geht es um diesen Begriff, dass welches Minimum an CO2, bis zu welchem Minimum an CO2 wächst noch die Biosphäre. Und da muss man sagen, in der Uratmosphäre hatten wir einen CO2-Anteil von 10%. Davon sind noch 0,04% übrig geblieben heute. Die Frage ist, wo sind die fehlenden 9,96% geblieben? Sie wurden für die Bildung der Sedimente verbraucht und sind dort gebunden im Kalkstein, in der Kohle, im Erdöl und im Erdgas und so weiter. Der CO2-Verbrauch durch die Biosphäre geht weiter. Wenn das Minimum von 150 ppm erreicht ist, wird der Planet Erde das Wachstum der Biosphäre ändern. Das ist schon oft passiert. Und diese Änderung, die würden wir dann wahrscheinlich nicht mehr erleben. Und vor dem Hintergrund der paläontologischen oder der Evolutionsaussichten, die CO2-Emissionen zu begrenzen, ist genau der falsche Weg. Wir sollten das, was die Biosphäre sich an CO2 genommen hat und vorübergehend eingekapselt hat, das sollten wir versuchen, ihr wiederzugeben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.